Yo ho ho und herzlich willkommen bei Pirates Cave. Mein Name ist Liv Lay und wir starten gemütlich ins Wochenende mit einer weiteren Runde. Goodbye, Deponia. Und bei uns hat ja Kapitel 2 begonnen. Das heißt, Rufus verkleidet als Cletus gemeinsam mit Goal sind jetzt auf dem Weg Richtung Porta Fiusco, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um ja dann irgendwann nach Elysium zu starten. Und wir sollen das Bett machen, das weiß ich noch von Goal. Aber wir können ja nochmal mit ihr reden. Ich habe direkt nach dem, sag ich mal, Autodialog gespeichert und den Stream das letzte Mal beendet. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Okay, mehr sagt sie uns nicht. Und hallo auch an dich, Crave. Den Brief öffnen. Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Dieses schelmische Grinsen, was dann Rufus ab und zu irgendwie auflegt. Ja, wo ist denn das Bett? Was haben wir denn hier? Ein Klimaschacht? Eine Abdeckung. Wir arbeiten uns nochmal von links nach rechts vor. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Wie langweilig, aber ein Kaffeeautomaten ist immer gut. Hallihallo, Gabriel, grüß dich. Eine gescheite Plörre raus. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Oh. Danke, ich hab noch. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay, es geht also um Eindringlinge. Okay, kein Ding. Tschüss, bis ein andermal. Wir reden doch nochmal mit ihm hier. Zu Ihren Diensten? Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen. Das heißt, wir müssen ihn dazu bringen, dass er dann nochmal kommt, aber irgendwas verändert ist oder so. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha.
Aha, genau, das bringt's auf den Punkt. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Okay, das heißt, wir müssen hier innen drin irgendwie manipulieren, dass er irgendwie abgelenkt ist und wir dann hier rauskommen, weil sonst kommen wir ja nie hier raus. Das wäre ein bisschen langweilig. Kaffee haben wir. Schrank. Okay. Hm. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt drei Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. Oh, was für eine Rechnung. Ja, was war... okay, den können wir einfach nur öffnen, den Schrank, und angucken. Nee, zugeschraubt. Können wir den nicht mit dem Brieföffner aufschrauben? Na, das könnte funktionieren. Super. Offener Klimaschacht. Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Mhm. Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, wie die Tanzfläche bei Saturday Night Fever oder wie das hieß, genau. Ey, kann man nicht wirklich viel machen, angucken, ne? Wow, was ist das alles für Zeug? Terminals? Ganz viele Überwachungskameras, oder? Das könnten Überwachungskameras sein. Wow, was ist das alles für Zeug? Mal die Leertaste bedienen? Fußmatte? Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Gut. Also da kommen wir einfach dahin, können die Sachen angucken. Und wo ist unser Bett, was wir machen sollen angeblich? Gucken wir mal hier. Okay. Schubladenknopf. Ah, ich habe Schuhe. Passend zum Anzug von Cletus, hä? Ja, sehr schön. Schick. Der Bettknopf. Ah! Das ist der Bettknopf. Jetzt, okay. Der Bettknopf. Zu Bett gehen. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte. Ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Ah ja. Also es ist ihm so peinlich. Das Bett. Lattenrost. Jetzt haben wir einfach mal das Lattenrost eingesteckt. Und jetzt? Gut, viel mehr können wir nicht machen. Schrank. Jetzt haben wir doch hier unsere Cletus-Schuhe. Kombiniert mit dem Anzug? Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Hm, aber wo? Ja, das ist die große Frage. Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Da haben wir ja schon ein Opfer gefunden vorhin. Müssen wir gar nicht lang suchen. Also,
Warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Jetzt werden wir den Knopf einfach öffnen. Also den Knopf einfach drücken und die Tür öffnen. Zu Ihren Diensten. Wenn Sie unsere Kabinen noch einmal durchsuchen, aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Das war ja nicht so erfolgreich, ne? Trage ich heute mal... Also wirklich, wir könnten ja glatt was... Also ein... Haben wir einen Lattenrost? Wir haben Kaffee und einen Brieföffner. Von der Klimaschrank da. Gehen wir nochmal da. Das muss der Computerkern sein. Terminals. Und hier war ja auch nicht viel mehr. Das war das. Die Terminals, die Fußmatte. Wenn wir da Kaffee draufschütten. Hoppla. Was zum... Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Bottchen. Putzibot. Na, Putzibot. Alles Chico? Sauber. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Das wirklich ein Getränkehalter ist, hä? Von hier oben wird das nichts. Also der muss jetzt da ein bisschen putzen. Zu Ihren Diensten. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Gut, das hat uns wirklich nichts gebracht. Das Bett, das können wir nicht mehr schließen. Na, also warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Hier können wir einfach durch. Warum konnten wir das Lattenrost nehmen? Können wir es wieder... Nee, das können wir nicht mehr reinnehmen. Mit dem Bett können wir nichts mehr machen. Das heißt, das ist fertig. Das Lattenrost da hinten anwenden, das bringt ja auch nichts. Gehen dennoch einfach mal gucken. Putzibot ist noch fleißig, aber das bringt ja echt nichts. Von hier oben wird das nichts. Nee, das ist einfach... Ja, ne? Kann ein schlechtes Lattenrost durch das Gitter schieben. Moment, erst noch den Lattenrost weg. Es hätte beinahe einen Unfall gegeben. Und das wollen wir doch nicht. Irgendwie fühle ich mich seltsam. Ich glaube, es liegt an diesen engen Klamotten. Ja, die